Covid-19 – Sicherheitsmaßnahmen für Rauchfangkehrer und Kunden. Das ist Kerstin, eine der vielen öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer in Österreich, die dafür sorgen, dass die Öfen und Heizungen in den Haushalten sicher betrieben werden können. Überprüfungen und Kehrungen sind deshalb auch in der aktuellen Situation besonders wichtig und notwendig. In Zeiten von Corona sieht ihr Arbeitsalltag derzeit etwas anders aus als sonst. Um sich und andere vor Ansteckung zu schützen, hat sie, wie alle Rauchfangkehrer in ganz Österreich, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Wir zeigen Ihnen nun, was zu tun ist. Wie sieht die Vorbereitung auf die tägliche Arbeit aus? Kerstin wäscht sich mehrmals täglich ihre Hände und das mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife oder verwendet eigene Handreinigungstücher und Einweghandschuhe. Beim Betreten ihrer Betriebsstätte verwendet Kerstin ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Dabei reibt sie 30 Sekunden lang ihre trockenen Hände aneinander und die Finger ineinander, damit das Mittel optimal wirken kann. Die Rauchfangkehrer planen in ihren Betrieben aktuell ihre Wasch- und Umkleidezeiten so, dass diese zeitversetzt durchgeführt werden und die Mitarbeiter sich untereinander nicht treffen. Besonders wichtig ist zudem das regelmäßige Reinigen und Desinfizieren von Gegenständen des täglichen Gebrauchs, wie zum Beispiel Telefon, Tastaturen, Messgeräte, Lenkrad, Schaltknauf und Autotürgriffe. Im Auto dürfen nur so viele Mitarbeiter mitfahren, sodass der Mindestabstand von 1 Meter zu Kollegen und Kolleginnen eingehalten werden kann. Wie verhalten sich Kunde und Rauchfangkehrer miteinander richtig? Kerstin verwendet die ihr zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung. Vor Anlegen des Mund-Nasen-Schutzes ist es wichtig, die Hände zu desinfizieren. Beim Mund-Nasen-Schutz und Schutzmasken allgemein zählt der korrekte und dichte Sitz. Mund und Nase sind hierbei komplett abzudecken. Die Bänder dann hinter den Ohren befestigen und den Mund-Nasen-Schutz mit den Händen nicht berühren. Nun läutet Kerstin an der Haustüre an, tritt mindestens 2 Meter zurück und wartet, bis der Kunde öffnet. Grundsätzlich sind immer 2 Meter Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Rauchfangkehrer und Kunden schütteln sich nicht die Hand und halten ebenfalls den Sicherheitsabstand ein. Die Kundin gibt Kerstin den Zugang zu den Kehrstellen frei und weist ihr den Weg. Bei der Durchführung der Arbeiten halten sich Kunden zu keiner Zeit im selben Raum wie der Rauchfangkehrer auf. Von der Kundin angebotene Speisen oder Getränke darf Kerstin in der aktuellen Situation nicht annehmen. Die Bestätigung der Leistungen im Kehrbuch der Rauchfangkehrer erfolgt derzeit nur durch den Rauchfangkehrer selbst, mit dem Vermerk Covid-19. Nach dem Verlassen der Heizungsanlage und des Kunden kann Kerstin ihren Mund-Nasen-Schutz auch bei den nachfolgenden Kundenterminen verwenden. Wechseln muss sie ihn erst, wenn das Material durchfeuchtet und oder stark verschmutzt ist. Wenn sie ihn wechselt, zieht sie ihn an den Bändern von hinten nach vorne vom Gesicht. Danach entsorgt sie die Maske und die Einweghandschuhe sofort in einem geschlossenen Behälter und desinfiziert wieder 30 Sekunden lang ihre Hände. Mit all diesen Maßnahmen schützen Rauchfangkehrer und auch ihre Kunden, sich selbst und andere, um gesund zu bleiben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Rauchfangkehrer und auf der Homepage Ihrer Landesinnung.